bei allem, was recht ist auf dieser Welt. Der Radio Zusa Rechtstipp mit dem Uelzener Anwalt Christian Teppe. Der BGH stärkt den Vertrag zugunsten Dritter. Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof darüber zu entscheiden, ob Mieter einer ehemals kommunalen Wohnung auch beim nun privaten Vermieter, der die Immobilie gekauft hatte und neuer Vermieter ist, dann einen entsprechenden Schutz genießen, wie dies zwischen der Stadt als Verkäuferin und dem neuen Eigentümer als Käufer vereinbart worden war. Der BGH hat hier den Vertrag zugunsten Dritter, also zwischen Verkäuferin und Käufer, zugunsten des Mieters gestärkt und hat gesagt, alles, was dort der ehemalige Eigentümer mit dem neuen Eigentümer vereinbart hat, muss auch weiterhin zwischen dem Mieter und dem neuen Eigentümer gelten. Der Vertrag zugunsten Dritter ist also ein Vertrag, an dem der Begünstigte gar nicht teilnimmt, anders als wenn er eben selbst Vertragspartner würde. Dieses Konstrukt, dieses Instrumentarium, gerade aber auch im Hinblick auf die Mieterfreundlichkeit, hat der Bundesgerichtshof nun gestärkt. Dadurch darf dem Mieter nun weder gekündigt werden, noch darf die Miete besonders angehoben werden. Er hat also die Rechte, die die Stadt für ihn in dem Kaufvertrag vereinbart hat, durchsetzen können und nach wie vor ein starkes Recht als Mieter.